Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wahnsinn, das Model Y Juniper wurde auf europäischem Boden gesichtet. Und zwar in Spanien scheinbar, wie man auf X sehen kann. Ja, das Auto ist natürlich voll abgedeckt. Das heißt, man kann so gut wie gar nichts erkennen. Das ist jetzt standardmäßig zum aktuellen Zeitpunkt natürlich so. Aber wir sehen das Model Y Juniper immer öfter und das bedeutet, dass der Release-Zeitpunkt natürlich näher kommt. Klar, der kommt sowieso automatisch immer näher, egal wie oft wir das Fahrzeug sehen. Aber ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich mit meine. Es geht voran. Ich sage euch mal eins, ich würde es für einen relativ schlauen Schachzug halten, von Tesla das Model Y Juniper auf jeden Fall vor Weihnachten noch vorzustellen. Damit die Leute vielleicht statt irgendeiner neuen Playstation oder sowas das Geld auf die Seite legen für das Model Y Juniper. Fände ich einen schlauen Schachzug, aber Tesla weiß schon, was sie da machen. Also es wird richtig spannend und ich sage euch gleich mal eins, ich lege mich fest, Freunde, und das ist jetzt mal eine Vorhersage von mir. Das Model Y Juniper wird mit einem Standard Range und mit einem Long Range Modell kommen, das, jetzt kommt's, die beide mit einem LFP-Akku betrieben werden. Ich glaube nicht, dass die LFP-Technik für ein Performance-Modell ausreichend ist. Das heißt, Ludicrous oder einfach Performance-Modell, dafür wird es nicht ausreichen, was die Abgabe des Stromes angeht, aus meiner persönlichen Einschätzung nach. Aber ja, meine Güte, so soll es einfach sein. Und bin gespannt. Also ich lege mich fest, da wird auf jeden Fall was kommen. Mit mehr LFP-Technologie, als es bisher auf jeden Fall der Fall war. Und das ist, glaube ich, auf keinen Fall ein großer Fehler. Ja, und dann zum nächsten Punkt. Tesla dreht vollkommen durch, was den Ausbau der Supercharger angeht. Freunde, und jetzt muss ich euch das hier mal zeigen. Ein Flugzeug kommt hier an. Bin ja hier in Oberpfaffenhofen-Kirchen. Ich hoffe, man kann das überhaupt hier erkennen. Und setzt hier gleich zur Landung an. Ist natürlich auch ein cooler Ausflug. Allerdings hier ist nichts elektrisch an diesem Flugzeug angetrieben, logischerweise. Aber ja, diesen Ausdruck gönne ich euch noch schnell und mir auch. Ja, jedenfalls ist es so, dass die Tesla Supercharger immer weiter ausgebaut werden. Ich habe jetzt entdeckt, dass bei mir in der Gegend noch ein Supercharger dazukommen soll. Ihr wisst ja, in Gilching sollten es zwei Supercharger sein. Da schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an, wie der Stand von dem einen Supercharger ist, gemeinsam. Und ja, der zweite ist noch nicht gestartet. Der eine ist bei der Algo-Tankstelle, der andere bei McDonald's. Der bei McDonald's ist noch nicht gestartet vom Bau her. Das ist sehr schade, aber es ist halt so. Und ja, jetzt kommt in Fürstenfeldbruck noch ein Supercharger dazu. Und das ist mal eine richtig neue Information. Seit zwei Tagen aufgeploppt. Also in Fürstenfeldbruck am Ortseingang, wenn man von München auskommend nach Bruck fährt. Links, da ist so ein bisschen Einkaufszentrum, Einkaufsläden in der Nähe vom Bahnhof. Und dort wird auf dem Parkplatz wohl ein Supercharger kommen. Ja, soweit schon mal die Leaks dazu. Mega cool. So, wir schauen jetzt erstmal gleich an, was gerade in Gilching der aktuelle Stand ist. So, und jetzt sind wir hier in Gilching angekommen und ja, schaut euch das an, hier fehlen immer noch die Staubsauger mal in allererster Linie, aber es kann ja nicht sein, dass die wegen den Staubsaugern uns hier nicht laden lassen. Hier haben wir auch noch irgendwelche Rohre aus dem Boden rauskommen, wo ich nicht genau weiß, was das eigentlich ist. Ja, die Displays sind noch aus, hier, da ist noch nichts zum Holen, also nach wie vor das bange Warten auf das Loslegen des Ladens an diesem Supercharger-Standort hier in Gilching. Bin ich sehr gespannt. Freunde, wir machen hier ein kleines Community-Treffen, wenn es soweit ist. Genau. Jetzt werde ich mal schnell meine Scheibenwischer austauschen gegen neue. Ich habe jetzt 35.000 Kilometer. Dazu gehen wir hier im Service-Menü auf Service, Scheibenwischer-Service. Und dann können wir die einfach rausklipsen und können die neuen Scheibenwischer hier reinklipsen. Und meine neuen Scheibenwischer habe ich bekommen von Teslabs. Wir haben die im Angebot, mega gut. Ja, da sehen wir mal hier, wir haben zwei Scheibenwischer. Einen langen, das scheint dann der hier zu sein. Und der zweite ist der kurze. Den machen wir auch mal raus. So, das ist dann der hier für die Beifahrerseite. Wunderbar. Ja, das geht ganz einfach, wenn man den Scheibenwischermodus aktiviert hat. Freunde, ihr seht es, hier leicht hoch, hier oben auf diesen Knopf drauf drücken und dann kann man sie rausziehen. Also wirklich extrem easy. So, jetzt muss ich die Kamera nochmal schnell ablegen, dass ich zwei Hände habe. Genau, also abziehen. Und dann den neuen 1:1 wieder dran machen.
Na. Na, da muss man natürlich gescheit in die Führungsschiene reinmachen. Ja, ich mache auch jetzt mal hier den weg. So. Also auf geht's jetzt. Rein mit dir. Du Hundling. So. Und drin ist er. Jawohl. Einwandfrei. Wunderbar. Das gleiche noch auf der Beifahrerseite. So, einmal raufklicken, rausziehen, nach vorne weg. Dann nehmen wir einfach den neuen. So, 1,5 Jahre, 35.000 Kilometer oder über 1,5 Jahre, 35.000 Kilometer. Ich denke, da können wir das schon machen. Sieht aus wie die Originalen, einwandfrei. Und ja, gehört auf jeden Fall dazu zum Herbst. Wenn ihr noch weitere Sachen habt für den Herbst, Freunde, was immer gut ist, was ich mittlerweile auch ganz gerne nutze, sind Fußmatten. Da habt ihr bei Teslabs auch die Möglichkeit, ein neues Fußmattenset mitzubestellen. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich nutze es mittlerweile auch, zwar nicht im ganz normalen Alltag, aber wenn ich unterwegs bin irgendwo und weiß, da wird es dreckig, zum Beispiel in den Bergen oder sonstiges, dann mache ich mir die rein. Oder ich habe Gartenarbeit gemacht letztens, dann habe ich mir schnell die Gummifußmatte auf dem Fahrersitz oben draufgelegt, auf die Velour-Fußmatte. Mega cool, die ganze Erde von meinen dreckigen Schuhen ist quasi nicht in der Velour-Fußmatte gewesen, sondern in der Gummifußmatte, kann ich also wirklich empfehlen. Und eine letzte Empfehlung habe ich auch noch, Freunde, und zwar, ihr wisst es, was ich empfehle, ist dann auch tatsächlich so. Schaut mal meine Rückspiegel an. Das zeige ich jetzt einfach so zum Spaß, denn ich habe bei T-Electric damals ja vor, das war Ende August, also es ist schon über 2 Monate her oder rund 2 Monate her, habe ich die Versiegelung aufgetragen auf diese Außenspiegel und auf die Kamera hinten. Und ich habe seitdem mein Auto nicht mehr gewaschen, nicht einmal mehr gewaschen. Und die Außenspiegel sind wirklich sauber, also das kenne ich so überhaupt nicht. Und wenn man mal die Kamera anschaut, seht ihr, dass die Kamera im Vergleich auch ziemlich sauber ist, ja. Ich habe ehrlich gesagt, bevor ich das aufgetragen habe, habe ich immer überlegt, was mache ich oder wie mache ich das? Ich muss meine Spiegel immer wieder reinigen, weil ich so selten durch die Waschanlage komme, bei mir aus zeitlichen Gründen. Und ich ja lieber auch Handwäsche mache. Und ja, dann habe ich mir immer überlegt, wie mache ich die Rückspiegel sauber, wie geht das? Und hatte immer die gleichen Probleme. Aber Freunde, ja, seitdem ich das Mittel drauf habe, brauche ich es nicht mehr zu machen. Also Soft99, das Mittel von t-electric.de, kann ich wärmstens empfehlen. Das ist wirklich Weltklasse bis jetzt, funktioniert einwandfrei. Gut, das soll es gewesen sein. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wann das Model Y Juniper kommt. Ja? Wie ihr das seht und ob ihr die gleiche Meinung habt wie ich, dass das Standard Range und das Long Range Modell mit einem LFP-Akku daherkommt. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt. Und ja, läutet auf jeden Fall die Glocke. Freunde, das soll es gewesen sein. Genießt das Leben. Euer Olli von Big O Electrify. Ciao, ciao und Servus.